Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Abriss Profi Online. Ja, wir sind hier dabei, die Brücke so schnell wie möglich über Nacht abzureißen. Und ich muss gestehen, ich habe gerade kurz den Spielstand nochmal neu geladen. Nicht, weil irgendwas schief gelaufen ist, sondern weil ich gerade mal kurz pausieren wollte nach der ersten Aufnahme. Und ja, wenn ich ins Escape-Menü gegangen bin, ist die Zeit trotzdem weitergelaufen im Hintergrund. Deswegen hoffe ich, dass jetzt trotzdem noch alle Teile an Ort und Stelle liegen, wo sie hingehören. Und ja, sieht aber fast so aus. Es schweben keine Teile irgendwie durch die Gegend. Und ja, das Einzige, was anscheinend nicht übernommen wurde, war das oder ist das Bewässern. Ja, deswegen mache ich das jetzt nochmal ganz schnell. Und dann ist das Spiel hoffentlich damit wieder zufrieden. Da habe ich jetzt nicht gerade nachgeschaut, ob das übernommen wurde, aber nein. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell und dann können wir mit unserer Schere weiterarbeiten, weil wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass es mit der Betonschere so rasend schnell funktioniert bei der Brücke, dass ich vielleicht doch noch eine Chance habe, hier irgendwie dieses Szenario über Nacht zu schaffen. Es wird trotzdem ziemlich eng. Ich habe mir halt dafür jetzt nochmal, oder hat mir in der letzten Folge dafür einen zweiten Bagger geholt, einen mit dem Hydraulikhammer und einen mit der Hydraulikschere. Und da haben wir festgestellt, Hydraulikschere ist einfach der King. Beißt alles durch, randaliert komplett, egal wie dick das Material ist. Und somit haben wir da wenigstens die Zeit, das Problem mit der Zeit nicht mehr ganz so dolle. Ich denke mal trotzdem, dass es knapp wird, weil das muss ja alles noch weggeschaufelt werden. Das muss ja alles noch komplett weggebaggert werden. Und angeblich, laut Szenario, sollen ja da Muldenkipper unterwegs sein. Ja, da bin ich sehr gespannt und wir müssen auch noch die Säule hier in der Mitte abreißen. Wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun und haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Also ich muss auf jeden Fall Gas geben hier mit dem Abriss. Der Rest wird dann wahrscheinlich mit dem Hydraulikbagger noch gemacht. Mit dem Hydraulikbagger. Mit dem Hydraulikhammer natürlich. Und da muss halt alles noch weggeschaufelt werden. Das ist auch nochmal Menge Zeug. Eine Menge Zeug. Ich rechne ja fast damit, dass man da auch bestimmt wieder eine Stunde für braucht ungefähr. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel mir da so viel Zeit noch gibt, aber ich glaube, wenn ich das jetzt so grob überschlage, hat man bestimmt 2-3 Stunden Zeit für diesen Auftrag. Muss man halt trotzdem auch erstmal schaffen dann. Also ich glaube, mit dem Hydraulikhammer hätte man es wahrscheinlich zeitlich nicht so geschafft. Aber mit der Schere, ihr seht es ja, die Schere räumt einfach hier ohne Probleme auf. Egal wie dick das Material ist, da wird reingebissen, reingeknabbert, ein bisschen rumgekaut und dann wieder ausgespuckt und es ist perfekt. Ja, also es geht wirklich sehr gut voran auf der Brücke. Ich würde aber jetzt gleich erstmal wieder diese Metallteile wegräumen, damit ich die nicht so blattroll und da irgendwie noch Probleme kriege, dass sie sich in der Kette verhängen oder was weiß ich. Dauert ja nicht lange und gibt mega Punkte. 306 Punkte für diese Stahlgeländer. Natürlich könnte man die, denke ich mal, nicht alleine tragen. Dafür könnte man theoretisch auch ein anderes Anbaugerät an den Bagger hängen und könnte die damit wegschaffen. Aber das ist mir dann doch ein Punkt zu realistisch und zu zeitaufwendig und deswegen mache ich das lieber so. Ich kann es ja immer nur erwähnen, der Entwickler hat es wirklich sehr gut gemacht, dass er die Möglichkeiten gegeben hat, für jeden, der es realistisch haben will, es realistisch zu machen. Für alle anderen, die es ein bisschen schneller haben wollen, können ja, wie gesagt, bei den anderen Aufträgen die Aufräumarbeiten eigentlich überspringen. Man kriegt trotzdem genug Punkte zusammen. Oder man sammelt wenigstens ein bisschen Metall und hat dann die Punkte zusammen, wenn man das Gebäude abgerissen hat. Also da ist wirklich schon sehr gut umgesetzt. Ist halt für jeden was dabei. Der lange und realistisch spielen möchte, der braucht ja wahrscheinlich Tage oder viele, viele Stunden. Der es halt schneller spielen möchte, kann halt so wie ich die Sachen durch die Gegend tragen. Wer es halt realistisch will, der kann sich das andere Anbaugerät dran machen und kann dann jedes einzelne Teil in den Container schmeißen. Deswegen ist eigentlich für jeden was dabei. Für jeden ist was dabei. Und ich finde auch die Szenarien ganz cool. Also wenn jetzt wirklich dann gleich irgendwie Muldenkipper hier angefahren kommen und noch das Material abholen, ich glaube, dann bin ich wirklich schockverliebt in das Spiel, weil ich damit einfach dann auch nicht gerechnet hätte. Aber ich hätte ja auch bei dem illegalen Abriss nicht mit gerechnet, dass da die Polizei wirklich kommt, ehrlich gesagt. Aber gut, man wird immer wieder überrascht. Immer wieder sehr, sehr geile Aktionen dabei. Aber wir sehen es ja jetzt auch schon, ich habe nur die halbe Brücke abgerissen. Ich hatte zwar, glaube ich, 3.000-4.000 Punkte von dem letzten Auftrag noch plus fürs nächste Level. Aber trotzdem haben wir schon wieder 16.269 Punkte, jetzt sogar schon wieder mehr.
Und ich habe gerade das eine Metallteil mir geschnappt in der Betonschere drin. Kann ich nicht durchkneifen. Das ist jetzt zum Beispiel der Weg, wie man es etwas realistischer spielen könnte. Man holt sich ein passendes Anbaugerät, mit dem man greifen kann. Greift sich die Sachen, schmeißt sie in den Container, fährt wieder zurück. Dauert halt extrem lange, aber ist halt auch realistisch, weil ich glaube, von Hand kann man das alleine schwer tragen. Geht wahrscheinlich, aber ist, glaube ich, nicht so körperschonend. Deswegen würde ich es nicht empfehlen. Und dann auch noch in den Container hochhieven und reinschmeißen. Nee. Ich soll den Auftraggeber kontaktieren für weitere Infos zum Auftrag. Okay. Steht er jetzt gleich wieder am Rand? Muss ich gleich mal gucken. Ja, er ist wieder da. Dann sagt er mir bestimmt gleich, dass Muldenkipper kommen. Aber ich würde eigentlich jetzt erstmal hier gerne weitermachen. Nicht, dass ich jetzt mit dem spreche und dann kommen im 2-Minuten-Takt hier Muldenkipper und ich komme nicht mehr zum Abreisen. Das wäre ja irgendwie auch blöd. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Naja, ich kneife jetzt erstmal nochmal hier rein, dann... Ich laufe mal zu ihm hin. Hör mir es mal an. Vielleicht sagt er ja irgendwas anderes. Vielleicht sagt er, du und deine Schere, ihr seid einfach ein tolles Paar. Ihr solltet heiraten. Aber vielleicht sagt er auch einfach, es kommen irgendwelche Muldenkipper angefahren. Ich weiß ja nicht. Oh, das war ein guter Biss. Das war ein guter Biss. Ja, Performance muss man sagen. Es ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Sehr gut voran. Denken Sie dran, dass morgen früh die Autos wieder rollen werden. Die Schuttlaster kommen jetzt mit einem strengen Zeitplan. Also nehmen Sie einen großen Tieflöffel und beladen Sie die Laster, solange sie hier bereitstehen. Wenn der Laster abfährt, sollte er möglichst voll sein. Bis zum Sonnenaufgang müssen wir hier fertig sein. Hör auf, mich zu stressen, alter Mann. Hör auf, mich zu stressen. Kommen da jetzt wirklich Fahrzeuge angefahren? Ich glaube, da vorne steht ein LKW. Da kommt ein LKW. Da vorne kommt tatsächlich ein LKW angefahren. Ich fasse es nicht. Ist das geil. Und ist das scheiße, dass ich jetzt noch mehr Zeitstress habe. Ich würde den aber jetzt einfach stehen lassen erstmal und würde mich hier um den Abriss kümmern. Ja, wenn man jetzt hier zu zweit oder zu dritt ist, klar, dann kann einer schon mal anfangen, den Muldenkipper dann zu beladen. Da kommt tatsächlich einer angefahren. Das Spiel schockiert und überrascht mich immer wieder aufs Neue. Feier ich total. Wahnsinn. Da kommt er angefahren. Sieht sogar gut aus. Belade bevor Abfährten. Ja, der kann von mir aus abfahren. Lass mich doch erstmal die Brücke abreißen, Kollege. Läuft da eine Zeit ab? Sehe ich das? Tatsächlich, da läuft eine Zeit. Dann fahr ohne. Ganz ehrlich. Nein. Soll ich wirklich jetzt anfangen zu beladen? Der wäre ja dumm, wenn er leer losfährt. Der muss doch eh noch 30 Mal herkommen. Und so schnell wie die Zeit abläuft, passen da eh nur 2 Schaufeln rein. Die Schere beißt. Ist durch. Nee, ganz ehrlich, ich möchte jetzt eigentlich nicht anfangen, den LKW zwischendrin zu beladen. Es bringt doch gar keine Vorteile. Es ist doch im Endeffekt genau die gleiche Arbeit. Das Einzige, was, wenn ich es jetzt mache, was ich mir sparen würde, ist die An- und Wegfahrzeit von dem LKW. Das ist das Einzige, was ich mir sparen könnte. Aber ich würde jetzt gerne wirklich erstmal die Brücke abreißen. Alles andere danach. Ich guck mal, wenn der wegfährt und kommt dann nochmal. Wie lange das dauert. Wenn es halt so lange dauert, dann muss ich halt wirklich den anderen Bagger, den Hydraulikhammer wegmachen. Wird er weggepackt. Und dann machen wir die große Schaufel dran. Wurde ja auch empfohlen, dass wir die große Schaufel nehmen. Ich hoffe nur nicht, dass der Auftrag abbricht, wenn ich den LKW jetzt leer wegfahren lasse. Das wäre ja wirklich richtig beschissen. Dann wäre meine Freude, dass es einen Muldenkipper gibt, wieder weg, ganz ehrlich. Aber ich finde es halt
Blödsinn jetzt, wenn ich hier das stehen lasse, belade den erstmal und dann, nee, dann soll der nachher wirklich einen Dauerbetrieb hin und her fahren. Deswegen, ich beobachte das jetzt mal, wie das ist, wenn der wegfährt, wie lange das dann dauert, bis der wieder da ist und so weiter und so fort. Und dann kann ich ja mal schauen. Dann kann ich ja mal schauen. So. Aus Versehen gedreht. Ich hoffe halt wirklich, dass es nicht abbricht. Ich könnte es dem Spiel zutrauen, dass es abbricht, wenn ich den LKW jetzt leer losschicke, aber ist halt, naja. Ich riskiere es. Ja, wenn man jetzt natürlich zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielt, dann kann einer beladen, die anderen zwei reißen weiter ab. Und wenn man halt alleine das spielt, dann ist es halt natürlich ein bisschen zeitlich anstrengender. So. Normalerweise müssten da halt LKWs LKW-Schlangen schon stehen mit Muldenkipper. Dass wenn der eine wegfährt, direkt der nächste da ist, wo man weiter beladen kann. Wenn das Spiel halt wirklich abbricht, dann ärgert es mich, dass ich mit dem Mann gesprochen habe. Dann hätte ich mir das Gespräch sparen sollen und hätte einfach weitermachen sollen, bis ich dann mit der Brücke so weit gewesen wäre. Aber ich wusste halt nicht, ob er noch irgendwas anderes will. Hätte ja sein können. Ah, naja, so viel ist es aber auch nicht mehr zum Glück. Ich denke mal, da drüben, das wird dann sowieso wieder einstürzen von selber. Ja, so habe ich das gemeint. Genau so. Das hat, glaube ich, noch ein bisschen gebissen, ja. So. Dann haben wir die doch fast weg. Und dann fange ich entspannt an, LKWs zu beladen. Das wird aber wahrscheinlich auch ganz schön anstrengend. Weil ich, glaube ich, stellenweise doch die ganze Zeit dämlich hin und her fahren muss. Aber wir müssen, oder ich werde wahrscheinlich diesen Auftrag komplett aufräumen. Weil irgendwie, es gehört ja hier schon komplett dazu, dass wir die Baustelle wirklich mit dem Zeitlimit bis morgens wieder sauber haben. So, nochmal ein kleiner Biss hier rein. Okay, der fährt weg. Er ist angeblich voll. Er hat sich angeblich selber gerade vollgeladen in der letzten Sekunde. So, jetzt will ich mal gucken, ob wenn der weg ist, gleich der nächste LKW kommt. Falls halt nicht und das lange dauert, dann muss ich halt wirklich zwischendrin beladen, sonst dauert das mit der Fahrzeit zu lange. So. Hier, das reizt jetzt natürlich, weit da drüben reinzubeißen und zu hoffen, dass der restliche Teil einstürzt. Na, probieren's mal. Vielleicht klappt die ganze Sache ja, dann haben wir nochmal Zeit gespart. Muss natürlich den LKW im Auge behalten, ob dann gleich der nächste angefahren kommt. Der eine ist schon mal weg. Einer ist schon mal weg.
fahr mal zurück. Ich habe ein bisschen Angst, aber gut. Alles gescheit eingestürzt. Gerade die Sicht mal ein bisschen drehen mit der Maus. Es geht mir im Controller ein bisschen ungemütlich, deswegen versuche ich das ein ganzes Zeit ein bisschen zu sparen, dass ich die Sicht arg drehen muss. Es dauert tatsächlich ein bisschen, bis der LKW wieder da ist. Das ist nicht so schön. Warum ist auch nur ein verdammter LKW hier? Jetzt mal ehrlich. Er soll bis morgen früh alles weg sein und es fährt ein einziger Muldenkipper hin und her. Das ist nicht ganz so praktisch geplant von dem alten Herrn, würde ich mal sagen. An der Organisation muss der nochmal arbeiten. So, wir wollen ja alles einigermaßen ordentlich abreißen. Deswegen, das kommt weg. LKW ist immer noch keiner da. Das ist natürlich echt unschön. Das ist echt unschön. Ich will jetzt hier den Bürgersteig noch einreißen auf der Seite. Dann gucke ich nochmal, ob ich in der Mitte ein bisschen was wegknuspern kann. Ich bin gerade ein bisschen zu blöd, da dran zu kommen. So, fahre ich nochmal ein bisschen zurück. Und hoffe, dass ich jetzt mit der Schere da dran komme. Ja, perfekt. Perfekt. Okay, vielleicht noch ein Biss. Noch ein Biss hier an den Rand vielleicht. Dann haben wir das vielleicht auch raus, das ganze Stück. Perfekt. Das sieht doch schon mal sauber abgerissen aus. Und da kommt der nächste LKW angefahren. Also, na, es dauert schon ein bisschen, aber auch jetzt nicht so unendlich lange. Da müssen wir das fette Betonstück hier in der Mitte noch rausreißen. Ich probiere jetzt mal mit der Schere. Es wäre aber, glaube ich, schon komplett unrealistisch, wenn das mit der Schere funktioniert. Aber hey, wir können es ja probieren. Hallo, Mr. LKW. Jo. Schön, dass der eingetroffen ist. Ich bin gleich soweit. Ich glaube, den LKW lasse ich nochmal wegfahren und dann geht's weiter. Mit dem Schutt verladen, das ist halt richtig blöd dann, dass das immer so lange dauert, bis der wieder da ist. Und wir werden ganz schön viele Schaufeln Material zusammenkriegen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wir haben wirklich gleich schon die 25.000 Punkte erreicht. Und das jetzt nur mit dem Abriss. Das heißt, man könnte theoretisch das Szenario hier dann beenden. Schluss aus Ende. Und hätte dann genug Punkte, um den nächsten Auftrag zu starten. Ah, falsche Richtung gedreht. So. Hör auf zu drehen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht manchmal. Okay. Wird hier in der Mitte nochmal ein bisschen abzwicken. Da sieht es aber gerade nicht so aus, als würde da irgendwas passieren. Jetzt. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja. Okay. Entscheide ich. Ja, okay, bisschen was. Bisschen was ist weg. Bisschen was ist weg. Dann haben wir hier das Stück noch. Am besten kneift es an der Ecke. Hat die beste Wirkung. So, dann haben wir hier noch was. Da komme ich aber, glaube ich, ganz schön schlecht dran. Ich muss noch mal ein bisschen drehen und mal ein bisschen die Schere aufmachen. Vielleicht. Nö. Vielleicht. So vielleicht. Ja. Egal wie. Ist wieder so eine Stelle, wo das Spiel nicht weiß. Beiß ich oder beiß ich nicht? Ich will mal probieren. Kann ich hier unten in diese Säule reinbeißen?
Geht das? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir wahrscheinlich den Hydraulikhammer nochmal brauchen. Aber erstmal versuchen, irgendwie gescheit hinzufahren. Ich glaube aber, die Schere hat nicht, die ist nicht groß genug für sowas. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu unrealistisch. Kann ich zurückfahren, dass ich so reinbeiß? Geht das? Ah, sie hat die Kante gebissen. Und wir wissen, die Kante endet meistens tödlich für den Beton. Die Schere ist einfach unschlagbar. Unschlagbar. Was die mit einem Biss wegreißt, ist einfach Wahnsinn. So, wenn wir das dann weg haben, dann fangen wir wirklich an mit Beladen. Dann geht's wirklich los mit Beladen, sonst wird das nichts mehr. Wir haben aber bestimmt noch um die eine Stunde irgendwas Zeit. Aber das wird halt dann schon eng. Ja, punktemäßig wird's nicht eng. Punktemäßig haben wir locker den nächsten Auftrag freigeschaltet. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Da brauche ich mir wirklich gar keine Gedanken machen. Man hat zwar dieses Level-System, aber man hat eigentlich gar kein Problem, da den nächsten Auftrag freizuschalten. Das ist wirklich kein Ding. Das ist wirklich überhaupt kein Ding. Jetzt muss ich aber gerade mal die Ketten ein bisschen drehen. So, ich beiß mal so ein bisschen rein, so gut wie möglich. Aber irgendwie gerade tut sich da nichts. Jetzt tut sich was. Ja, ist vielleicht nicht die realistischste Art und Weise, gerade wie ich es wegmache. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Und da ich ein bisschen Zeitmangel habe, weil ich das Szenario alleine spiele, glaube ich, kann man mal ein Auge zudrücken. Vielleicht funktioniert es ja auch mit der Betonschere, aber ich glaube ja nicht. Ich glaube, das wäre jetzt doch schon mehr so ein Fall für den Hydraulikhammer. Den könnte man hier vielleicht auch ein bisschen besser ansetzen. Aber ich muss einfach versuchen, ein bisschen Zeit rauszuholen. Und es funktioniert so halt am besten. Es funktioniert so halt am besten. Am sinnvollsten wäre es natürlich zeitlich, ich würde wirklich den Abriss immer unterbrechen, den LKW voll machen, dann wieder weiter abreißen. Aber das finde ich irgendwie, ja, blöd. Ich denke mal, wir haben es zeitlich, oder zeitlich wird es auch irgendwie möglich sein, es zu schaffen. Aber ist halt eine haarige Angelegenheit. So, ich beiß mal zu. Momentan passiert nichts. Ich denke mal, den Rest unten auf dem Boden werden wir wahrscheinlich sowieso mit dem Hydraulikhammer nochmal abreißen müssen. Wir können ja den Bagger hier dann anders bestücken. Wir können den Bagger jetzt mal anders bestücken. So. F5. Dann, Betonschere kommt weg. So, dann ist die weg. Und dann sollen wir den großen dranhängen. Ich hoffe mal, das funktioniert mit dem Bagger einigermaßen gut. Die Schaufel liegt halt ein bisschen unangenehm jetzt da. Muss ich wieder dahinter fahren. Ich glaube, der LKW fährt ab. Egal. Lassen wir uns nicht stören, der nächste kommt. Der nächste kommt auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben noch bestimmt 1,5 Stunden Zeit fürs Schutt wegräumen. Ich hoffe einfach mal, das reicht uns noch. So, die Kamera ist wieder on point. Ich gehe wieder ein bisschen höher, weil ich Angst habe, ich back wieder in den Boden rein. Deswegen mache ich es lieber wieder so. Dann kann ich den schon mal bereitstellen, dass wenn der LKW kommt, können wir direkt loslegen. Auch mit dem anderen hauen wir jetzt nochmal die restliche Säule da weg. Wir müssen auch noch die Metallteile da wegräumen. Aber ansonsten bin ich schon mal ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich bin schon mal eigentlich ganz zufrieden. Die Brücke ist schon mal weg.
Ziel 1 ist auf jeden Fall erreicht. Brücke ist weg. So, mal ein paar Bilderchen machen mit ein bisschen Gras im Bild. Die Brücke ist weg. Sehr cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, auch mal ein bisschen weiter rauszoomen, weil ich muss das ja noch ein bisschen zuschneiden. Also ist ein bisschen zu weit rausgezoomt wahrscheinlich. Sehr cool. So, ich spring mal raus, räume mal ein bisschen die Metallteile schon mal weg. Und jetzt heißt wirklich LKW vollmachen, warten, bis er wiederkommt. LKW vollmachen, warten, bis er wiederkommt. Wir werden in der Zeit halt ein bisschen Material vorbereiten. Okay, Level up. Wir haben es erreicht. Nächster Auftrag braucht 70.000 Punkte, aber ich glaube, es ist ja nur noch einer oder zwei Aufträge. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann sind wir quasi auftragstechnisch schon durch mit dem Spiel. Was heißt schon durch? Es hat trotzdem genug Stunden gedauert. Und der Entwickler hat ja gesagt, wenn das Spiel gut läuft, wenn es gut anläuft oder gut läuft, dann gibt es nochmal weitere Fahrzeuge plus noch weitere Szenarien. Deswegen, hoffentlich läuft das Spiel gut. Und dann, ja, können wir uns, glaube ich, noch lange Zeit drüber freuen. Wir werden dann auf jeden Fall, wenn wir die Säule hier in der Mitte weggerissen haben, dann werden wir schon mal so Material hier vorne hinräumen, wo der LKW stehen bleibt. Ja, dann werden wir das da ein bisschen hin und her baggern und zwei, dreimal in die Schaufel nehmen, damit ich nicht dann, wenn der LKW da ist, ständig hin und her fahren muss. Werden wir dann auf jeden Fall versuchen, uns da ein bisschen das Leben einfacher zu machen. So. Jetzt habe ich natürlich zwei Bagger hier. Die Performance ist natürlich dann wieder nicht ganz so geil. Gerade wenn so viel Material auf dem Boden liegt, habe ich das Gefühl, es läuft noch ein bisschen unschöner. Eigentlich denkt man sich, ja, die Brücke ist weg, jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Aber nee, wenn diese ganzen Materialbrocken auf dem Boden liegen, das macht dem Spiel, glaube ich, mehr zu schaffen. Das macht dem Spiel, glaube ich, ein bisschen mehr zu schaffen. Und da kommt der LKW auch schon wieder angefahren. Perfekt. Da kommt der LKW angefahren. Ja, ich wusste, dass die Säule so stabil ist. Ich habe es geahnt, deswegen habe ich versucht, das schnell mit der Betonschere abgerissen, weil das dauert doch wieder ein bisschen länger. So, jetzt geht's aber wirklich erstmal an den LKW. Jetzt wird der erstmal beladen. Die Säule können wir dann noch abreißen, da haben wir noch genug Zeit. So. Dann legen wir hier mal los mit. Ist, glaube ich, egal, auf welcher Seite wir anfangen. So stehe ich gerade ein bisschen angenehmer da. Dann kann ich hier einfach mal reinschippen. Boah, aber die Performance ist gerade echt böse am Kämpfen. Das ist ein bisschen zu viel Material. Aber zu geil, dass es doch einen Muldenkipper gibt. Man kann ihn zwar nicht selber steuern, aber dass der bei dem Auftrag vorhanden ist überhaupt, ist schon mega cool. So, wir können mal wieder ein bisschen in der Ego-Perspektive arbeiten. Beim Schaufeln verpasst man eh nicht ganz so viel. Ich glaube aber, wir haben das recht schnell weggeräumt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben das recht schnell weg. Weil man sieht schon unten die Folie wieder durch. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, da habe ich eben gerade was daneben geworfen, aber hey. Egal. Was soll's. Was soll's. Ich fahre nochmal ein bisschen vor, dann habe ich ein bisschen mehr Abstand zum LKW, glaube ich. Noch ein Stückchen. So. Kann ich auch doch da hinten ein bisschen wegbaggern. Hauptsache, wir kriegen Material weg. Ist egal wo, egal wie, Hauptsache weg. Hauptsache weg. Na, das wollte gerade nicht rausfallen. Ah, ist halt echt blöd, dass er dann so lange unterwegs ist. Deswegen, wir bräuchten eigentlich mindestens mal zwei, drei Muldenkipper, dass sie sich ständig abwechseln. Dass der Bagger nicht zum Stillstand kommt. Aber so ist es leider nicht. Das Material will nicht rausfallen.
wenn man nicht über dem LKW passend ist, dann fällt es nicht raus. Na komm. Es hängt gut in der Schaufel fest. Das ist nicht ganz so toll, wenn man so rumkämpfen muss, dass es rausfällt. Da wäre halt jetzt auch wieder so ein Radlader perfekt eigentlich. Wow. Das ist halt nicht gut für die Zeit, wenn das Material nicht aus der Schaufel raus will. Das ist nicht förderlich. Das ist wirklich nicht förderlich. Das macht mir das Leben doch ein bisschen schwerer als gehofft. Seht ihr es? Es fällt nicht raus. Wir sind auf jeden Fall über den LKW drüber, aber es will nicht raus. So. Wir müssen uns halt dann wirklich, wenn wir hier vorne alles weggeschafft haben, Material wieder nach vorne schaffen, wenn der LKW unterwegs ist. Damit ich nicht wirklich die ganze Zeit hin und her fahren muss. Das ist auch sehr zeitintensiv dann. Sehr, sehr zeitintensiv. Na komm, fall raus. Das Material fällt nicht jetzt. Ich finde trotzdem, das geht eigentlich gut voran. Das geht eigentlich gut voran. Wir sind bald bei der Hälfte von der Zeit angekommen und ich nehme jetzt so eine Stunde 20 schon auf. Ich denke mal, man hat so 3 Stunden wahrscheinlich für den Auftrag. Also 3 reale Stunden. Würde ich jetzt einfach mal so grob hochrechnen. Ich denke mal, wenn wir hier ein bisschen mehr Material weggeschafft haben, dann wird es auch mit der Performance ein bisschen angenehmer. Hoffe ich doch sehr. Okay, der fährt ab. Alles klar. Dann kann ich gerade den Bagger verlassen. Lassen wir die Schaufel gerade voll. Ja, das Stück haben wir jetzt schon freigeschaufelt. Und hier hatten wir auch schon ein bisschen was weg. Ich glaube, das ist, geht recht zügig dann. Aber das Warten auf den LKW ist halt immer so ein bisschen blöd. So, ich hämmer da gerade nochmal rein. Wir sehen es ja, es staubt ein bisschen. Das heißt, es nimmt Material weg, beziehungsweise es wird irgendwas zerbröselt. So ein kleines Stück. Sogar einigermaßen getroffen. Es will aber nicht kaputt gehen, doch jetzt. Jetzt ist was kaputt gegangen. Gut, da qualmt, da raucht nichts mehr. Beziehungsweise. Da hat man nichts mehr gesehen, dass da irgendwas weggemacht wird. Da staubt nichts mehr. Aber hier staubt es noch. Nicht wundern, dass ich ständig so rechts, links gehe mit dem Hydraulikhammer.
wenn ich nichts mache, dann rutscht er einfach von dem Material runter und dann ja, passiert nichts mehr. Ich muss immer ein bisschen gegenlenken und manchmal durch das Gegenlenken wackelt man so ein bisschen hin und her. Auch jetzt, ich drücke voll nach rechts. Er bleibt da in der Position. Jetzt rutscht er runter. Ja, passiert. Deswegen, ich glaube, hätten wir die Säule so weggemacht, das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit gewesen. Auch die Brücke komplett mit dem Hydraulikhammer, ich glaube, die Zeit wäre uns da schon abgelaufen. Das hätten wir wahrscheinlich zeitlich gar nicht geschafft. Das hätten wir wahrscheinlich zeitlich gar nicht schaffen können. So, ich drücke wieder voll nach rechts. Ich hoffe, wir rutschen nicht nach links runter, doch. Ich glaube, der LKW kommt wieder angefahren. Ich sehe da hinten wieder so zwei Scheinwerfer. Und ich glaube, wir haben hier alles weg. Sehr schön. Freut mich. Freut mich sehr. Ja, perfekt. So, mit dem fahren wir jetzt hier mal ein bisschen weg. Licht wollte ich noch ausschalten, oder hatte ich das gar nicht an von dem? Doch, hatte ich. Den schalte ich auch aus. Falsche Richtung. Da ist wieder der LKW. Tja, dann machen wir da weiter mit dem Beladen. Jetzt heißt es ja wirklich nur noch wegräumen. Wir haben jetzt noch die Hälfte der Zeit. So noch 1,5 Stunden Aufnahme. Haben wir jetzt ungefähr noch mal 1,5 Stunden Zeit. Und das nur fürs Material wegräumen. Man kann sich hier auch wieder falsch... oder man kann es wieder falsch einschätzen. Aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall einiges an Zeit zur Verfügung dafür. Aber naja, ich sag's ja immer wieder, für die Garage, erster Auftrag, habe ich ungefähr 2 Stunden, ein bisschen was, 2,5 Stunden gebraucht. Und das war, glaube ich, ein bisschen weniger Material als das hier, aber ich glaube, es funktioniert hier mit der großen Schaufel ein bisschen besser. Ich glaube, das Material ist hier dafür angepasst auf dem Boden, dass es mehr weggeht. Bei der Garage war das nicht so der Fall, glaube ich. Man hat halt trotzdem immer nur so ein kleines Quadrat vom Boden sauber gemacht und ja, ich glaube, hier sind die Quadrate ein bisschen größer, deswegen geht es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Der Auftrag ist halt dafür gemacht, würde ich mal sagen, weil es ja einem so vorgeschlagen wurde, dass man die große Schaufel nimmt. Vom Spiel am Anfang nicht, da hatte man ja die kleine Schaufel, glaube ich, aber hier im Gespräch mit dem netten Herrn, der ein bisschen viel Stress macht, hat es schon so ein bisschen drauf hingedeutet. Da hat es schon ein bisschen drauf hingedeutet, dass man die große Schaufel nehmen soll. Bin mal gespannt, mit wie vielen Punkten wir am Ende hier rausgehen. Wir haben auch angeblich noch nicht alles abgerissen. Ich wüsste aber nicht, wo wir noch Material abtragen sollen, was noch abgerissen werden soll. Aber der Balken mit abgerissen ist noch nicht voll. Vielleicht oben bei der Brücke noch irgendwas, aber da komme ich ja eh nicht dran.
Naja, wir werden es am Ende sehen, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Erfolgreich waren wir auf jeden Fall. Wir haben das nächste Level freigeschaltet. Also, aber ob halt der Auftraggeber damit zufrieden ist, was ich hier gemacht habe, das sehen wir dann am Ende. Ich bin ja mal gespannt, ob es am Ende überhaupt einen Dialog nochmal gibt. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Auftrag komplett beendet. Weil es mir meistens zu lange gedauert hat. Jetzt bei dem Auftrag ziehe ich es mal durch. Versuche es jedenfalls durchzuziehen. Werden wir dann sehen. Ob ich es wirklich packe. Es ist halt wirklich sehr zeitintensiv. Aber bei dem Auftrag reizt mich jetzt halt so ein bisschen, weil hier der Muldenkipper ständig kommt. Man hat so ein bisschen Zeitstress, man kann das total nachvollziehen. Ja, morgendlicher Berufsverkehr, bis dahin muss die Autobahn wieder picobello sein. Ja, das kann man schon nachvollziehen, deswegen motiviert das mich ein bisschen mehr, jetzt hier so schnell das durchzuziehen und abzuarbeiten. Ich kann mir halt mit dem Abriss nur vorstellen, dass irgendwo oben auf der Brücke noch ein bisschen Material liegt. Ja, was wir vielleicht noch wegreißen sollen. Können wir notfalls nochmal mit dem Hydraulikbagger gucken, falls wir noch Zeit haben am Ende. Falls wir noch Zeit haben am Ende. Kann aber auch sein, dass von der Säule in der Mitte noch ein bisschen was steht. Wenn ich da so schräg drüber rutsche und es raucht dann nochmal. Dann weiß man, da war noch was. Da hat es noch irgendwas abgerissen. Vielleicht sind das die fehlenden Prozent. Wir werden es dann erleben. Das ist jetzt gemein, Keule. Das ist jetzt gemein. Naja, dann fahre ich halt mal nach da hinten. Und hole mal ein bisschen Material vor. Solange der LKW nicht da ist, kann ich das ja machen. Da hat es, glaube ich, auch gerade noch mal irgendwas abgerissen. Was wäre hier ein Radlader so geil? Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, wir sehen da oben bei der Brücke noch so ganz kleine Teilchen, die wir wirklich vielleicht noch wegmachen könnten. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich nichts mehr. Würde ich sagen, sauber abgerissen. Ich sehe aber gerade noch ein bisschen Metall hier hinten rumfliegen. Da. Da waren gerade bei mir die Dollarzeichen im Auge, beziehungsweise die Level-Augen. So. Ich würde aber sagen, wir baggern in der nächsten Folge dann weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.